Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Kalleberg von Kalle, den Ultramapper, ne? So, nächster Tag, neues Glück, wir müssen erstmal unser Viehzeug versorgen. Dann können wir ein bisschen Milch verklappern fahren gleich, also am Morgen. Ja, schon ganz schnieke, ne? Wenn wir da so ein bisschen Milch mal verkaufen. Oh ne, wir wollen hier so ein Bild haben. Druck! Danke! So, das haben wir. Die sind erstmal wieder glücklich. Und ich versuche wieder in den Schlepper reinzukommen, ne? So, 173 Liter sind da übergeblieben. Das lohnt ja auch. Nichts ist da übergeblieben. Den Mischwagen lassen wir mal kurz hier stehen, ne? Ja, wir müssen nämlich eben Stroh in den Stall schmeißen. Und wir müssen dann ja auch später wieder eine Mische machen. Ist so, ne? Boah. So, hier langsam hin? Langsam! Aber das ist schwierig, ne? So, guck mal. Hängen wir eben an die Bude. Danke. Bisschen Stroh ist noch drin, ne? Jetzt streust du nur mit Ballen ein, oder was? Ja, danke dafür. Oder wir sind falsch rum reingefahren. Ich habe letztes Mal mit Ballen eingestreut. Schlepper ist zu groß. Upsi. Die vorne ist echt in letzter Zeit Glückssache bei mir, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Fahr doch da einfach hin. Das wäre ja jetzt echt elefantös, wenn wir wirklich nur mit Ballen einstreuen können, ne? Dann würde ich mich echt in den Hintern beißen. Junge, Svenny, klappt's heute noch oder was? Mein Schlepper ist eindeutig zu groß. Echt, also... Jetzt streust du hier nichts ein, oder? Ey, krieg hier gleich ein Hörnchen. Ach doch, guck mal. Ih, danke. Läuft. Ja, nicht so wie es soll, aber es läuft. Dann wollen wir eben nachgucken. Wir haben, wie viel... Das Menü macht mich irre. 16.000 Liter Milch, das ist gut. Das sind zweimal Milch verkaufen. Echt ornös. Ich glaube, den Einstreuer, den verklappern wir wieder und streuen die Ballen mit der Hand ein. Was, voll oder was? Ist doch nicht voll, warum streust du nicht mehr weiter? Manchmal. Es ist zum Mäusemelken, ne? Halt mal an hier. Wie viele Ballen sind denn da noch drin? Weil das... Ach ne, wir brauchen den ja noch für den Rinderstall. Nochmal auf hier. Kein Problem. Kein Problem für uns. Wollte trotz sagen. Und dann habe ich das Spiel angemacht. Oh. Oh. Kennt ihr die Tage, wo man sich denkt, warum nimmst du eigentlich auf? Sonntag habe ich heute Morgen schon wieder. Weil hier gar nichts klappt.
So, hier war Stroh, ne? Ja, normal müssten jetzt voll sein, ne? Nee, warum ist jetzt hier kein Stroh? Heute ist es nicht mein Tag. Ich hab doch letztes Mal auch die Ballen hier hingelegt und er hat die angenommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber heute will er irgendwie nicht, ne? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Er wollte gerade mit dem Einstreuen. Ah, komm, jetzt ist egal. Raus mit der Bolle. Shit drop. Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Ist sie. Dann machen wir jetzt nicht mehr lange rum. Stellen wir an der Seite. Fertig ist der Lachs. Lass den aber mal kurz hier stehen. Eben warm laufen. Wir können ja rein theoretisch laut Adam Riese und Eva Zwerg irgendwie hier drehen. Machen das Ding eben wieder hoch. Und fahren das in Rinderstall. Das können wir nämlich eben fix machen. Also manchmal gibt es so Tage, weiß ich auch nicht. Da frage ich mich auch, was machst du da eigentlich? Kennt ihr das? Also, machen wir eben fix hier ein Dreherchen. Ausnahmsweise ist Gemüse. Streuen den Stall hier auch schon mal ein. Dann ist das nämlich auch schon erledigt. Weil der braucht ein bisschen viel Stroh. Das ist wohl so. Siehst du, wir haben noch ordentlich Stroh drin. Guck mal, da kommt schon Stroh rein. Tippitoppi. Was willst du mehr? Aber da geht viel Stroh rein, ne? Ja. So, das haben wir. Ihr seid erst glücklich. Ihr seid auch noch glücklich. Dann haben wir das am Laufen. Oh, guck mal, neue Verträge. Das ist ja schön. Ernten. Oh. Pflügen. Pflügen. Unkraut entfernen. Das ist doch mal gar nicht so schlecht für unser Business. Okay, das haben wir. Ich habe da letztes Mal hier die Ballen eingestreut. Ich bin noch nicht deppert. Ich habe die, glaube ich, hier hingelegt, ne? Ich bin mir nicht sicher. Nee, den wollen wir nochmal haben. Den können wir vielleicht eben nochmal in einen Streuer schmeißen. Das wäre ja ganz tüffig. Dann ist der auch weg. Wall ist ja eh Chaosaufnahme, ne? Ja, hast du dir gedacht, den können wir mal eben in einen Streuer schmeißen, dann wäre der weg. Ach, Leute. Das läuft nicht heute Morgen. So, guck mal. Hier langsam zurückgeschossen, ne? Sehen wir den zu, dass wir den eben hier irgendwie angepiekt kriegen. So, fahren zurück. Und schmeißen den da eben rein. So, war der Plan. Guck mal, das haben wir aber hingekriegt. Oh, wir müssen unsere Flächen auch düngen, ne? Ist soweit. Wir können bei uns düngen, wir können Mission machen, wir haben ein bisschen was zu tun, das ist richtig gut. So war der Plan.
Oder, ja, so soll es sein, ne? Dass wir ordentlich was zu tun haben. Perfekt. So, das haben wir. Nee, das wurmt mich gerade. Da bin ich ja ganz ehrlich. Warum nimmst du da auf einmal keinen Strom mehr an? Ich habe doch letztes Mal da auch Stroh eingestreut. Ich bin doch nicht doof. Okay, wahrscheinlich ist der Stall voll, aber das zeigt ja nicht an, dass er voll ist. Ich hab doch hier letztes Mal auch mit der Hand eingestreut. Okay. Weiß, wer es will. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ganz ehrlich. Zumal er erst angefangen hat, einzustreuen und dann auf einmal wieder nicht. Kein Problem für uns. Das haben wir. Wir hüpfen eben hier rein. Machen den Stall eben voll. Soweit wie es geht, ne? Perfekt. So wollen wir da Torben, ne? Ich kann den Einstreuer gar nicht verkaufen, den brauchen wir später noch. Oh, ist voll. Perfekt. Kommen wir da so rein, ne? Wollen wir eigentlich gar nicht probieren. Was habe ich gesagt? Bisschen schwierig, ne? Ne, dann lass es. Wie kommt der so nicht rein? Jetzt habe ich mich total festgefahren. Echt liebe es. Sind wir, wo hängen wir denn? Am Stall. Jetzt hänge ich mit dem Gewicht, oder was? Chaos pur, ne? Svenny halt. Ach, jetzt kommen wir rein. Okay. Jetzt mach nochmal so. Wir fahren nochmal ein Stück zurück. Das lässt mir ja keine Ruhe. Nur ganz ehrlich. Ne, fahr nochmal ein Stück zurück. Ich war doch gerade. Da, guck mal. Ist der Schlepper rausgegangen? Ich kriege einen Föhn. Hey, ja. Man muss den Trigger nur richtig treffen, ne? Lass den Einstreuer mal bitte hier stehen. Ups. So, Dalle. Dann würde ich sagen, zocken wir doch mal ein bisschen Milch ab. Und verklappern die gleich, wa? Ich muss gleich erstmal 2 Sekunden Pause machen. Es klappt heute echt nichts. Schlimm. Tut mir leid. Chaos Folge pur. So, dann würde ich sagen, fahren wir das gleich eben fix verkaufen, ne? Wir müssen aber eben gucken, wo wir hin müssen. Feld 12, ey. Ich würde ja gerne ernten fahren, ne? Wo ist denn Feld 12? Ach, das ist Sonnenblumen. Okay. Hätte ich aber Bock drauf, ne? Ich glaube, das werden wir nachher machen. Ich wollte nach Milch gucken, ne? Mach. Tante Emma laden. Da soll ich hinfahren. Wie soll das denn funktionieren?
Okay. Schwierig. Dann müssen wir einen anderen Schlepper nehmen. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es Chaos pur war, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.